So Leute, was geht heute mit Mike am Start, weil wir Leute interviewen wollen und ich wollte die ganzen deutschen Profis interviewen, die noch da sind hoffentlich und noch einige alte Konkurrenten, die, mit denen ich mal noch auf der Amateurbühne stand, sind jetzt auch Profi, auch heute hier. Ich bin gespannt, hab Bock drauf und viel Spaß mit diesem Video. Yes. Der Unterleiner Paul. Guten Tag. Ich fühle mich schon so schmal hier. Fühlst du dich auch so schmal? Ja, schon. So, aber im Gym sieht das schon eigentlich ganz, bei mir ganz brutal aus, okay. Mit 117 Kilo. Ja, ich sehe, Masse läuft, gell? Ja, schon gut, ja. Auch nicht so fett gerade so. Geht noch klar, Digga. Aber du siehst auch gut aus, Digga. Dankeschön. Danke. Sind noch einige noch da oder schon ein paar weg? Alle. Ja, okay, gut. Also, Big Ramy sind auch viele. Chris Bumsen ist die Reihe, Mr. Kang. Ja, der ist auch der King, Digga. Willst du machen, Digga. Ja. Aber der Sieg ist ja schwer, Alter. Ramon kommt, Digga, der Brasilianer, Mann. Das stimmt. Was ist dein Favorite? Top 5? Classic? Boah, ich glaube Chris Bumstead noch auf 1 und dann wieder Ramon. Ich glaube dann Urs, dann Brion und dann Fabi vielleicht sogar. Also ich denke eher Mike Sommerfeld als Fabian. Könnte auch sein. Weil ich die Form nicht. Ich auch nicht, also jetzt aktuell nicht, aber wenn er das Paket bringt, denke ich, weil er hat für mich schon einen der besten Physics, die es gibt, wenn es danach geht. Ja. Shape-technisch, wenn er hart kommt, ja. Hoffentlich, ja, auf jeden Fall. Und was gibt euch jetzt? Jetzt machen wir noch ein paar Fotos im Casino. Ja. Und dann mal schauen, was noch geht. Ja, okay, okay, okay. Jetzt durch die Messe gehen, oder was? Ja, genau. Sauber. Haut rein, Jungs. Peace out. Hallo, ich bin der Rico. Mr. Rico Lopez Gomez persönlich. Was? Mike Solfe ist am Start, Digga. Nice, Mann. Wie geht's dir, Alter? Geil, Mann. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur Mr. Olympia 2022. Ich habe heute zu Gast aus Deutschland Herrn Rico Lopez Gomez persönlich. Wie geht's Ihnen, Herr Rico? Was geht ab? Ja, mir geht's gut. In Western ist gerade ein bisschen hart so. Ich habe jetzt 5 Tage nichts getrunken. Ich sehe es ja, Ihre Backen sind ziemlich eingefallen. Ja, deswegen. Und nachher nochmal eine Tablette rein. Heute Nacht nochmal. Wie geht's dir, Mann? Gut, Digga. Ja? Gut, ja. Gut, hast du Bock? Ja, ich freue mich, dich zu sehen, endlich. Wir haben uns jetzt so monatelang. Auf jeden. Nee, ja, passt, Digga. Du warst ja in Mexiko, Digga. Immer noch. Ja, ich hab's vergessen. Du bist wirklich ich. Ist so. Aber ich bin ab Januar wieder in Deutschland. Ich will komplett? Wir reisen halt. Wir sind erst in Deutschland. Mhm. Ägypten, Dubai, dann mal hier, dann mal da. Aber ich will unbedingt zu dir wieder ins Gym kommen. Das habe ich vermisst. Auf jeden Fall, Bruder. Ich bin auch gerade dabei, vielleicht ein zweites Gym aufzubauen. Aha! Ja. Da wäre das so eine geile Grillfeier mit Shisha und so, ziemlich nice. Du weißt, wie es war, Bruder. Also Leute, unbedingt nicht vergessen, Ricos Gym abchecken. Geile Location, geile Vibes, geile Leute, gutes Training. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Aber Mo, wenn ich denke, dass du richtig hart kommst, ja, dann bist du für mich auf jeden Fall in der Top 5, Digga, für mich. Schauen wir doch mal, wie hart. Ja, lass mal kurz schauen. Oh Mann, du hast immer noch Haare drauf. Oh, yo. Wunderschön. Geil. Also bist auf jeden Fall so hart, wie du eigentlich noch nie warst wahrscheinlich, ne? Ich bin so hart. Hallo. Ich war dieses Jahr 4 Kilo leichter. Ey, ich schwöre dir, ich habe überall schon gesehen, dass alle leichter waren als sonst, außer Ramon und Zibum. Ja. Ja, war halt. Ja, wo bestimmt so durchgescheucht wahrscheinlich oder so. Ist nicht meine Leider. Lage gewesen, ich halte mich da raus. Ja, sag nur lieber nichts. Ich denke mir auch noch mal einen Teil. Ja. Ich gehe davon aus, dass jeder fair bewertet wird. Also, wenn du wirklich richtig hart kommst, bist du für mich auf jeden Fall in der Top 5 Runde, Digga. Weil, ich muss sagen, von der Physik her bist du eigentlich kaum zu schlagen. Muss ich ehrlich sagen. Aber das sagen ja auch viele, andere ja auch über dich. Wenn du hart kommst, dann bist du auf jeden Fall sehr gefährlich. Das sagen sehr viele Leute sogar. Das höre ich sehr gerne. Wir müssen halt schauen, am Ende des Tages, wie Athleten, wir machen oder wir können das beeinflussen, was sie beeinflussen können. Genau. Wir können arbeiten, aber das Judging, also was für einen Platz wir wirklich haben am Ende, liegt niemals bei uns. Selbst wenn du der Beste bist und du kennst die Situation. Ja. Du bist der Beste und du bist nicht der Erste. Das gehört stimmt, dazu. Ja. Es ist halt leider der Sport und da muss man sich damit
Wenn du das nicht haben willst, dann geh zum Boxen. Ja, schlag ihn K.O., dann hast du gewonnen. Oder UFC oder so. Ja, ja. Irgendwie sowas. Aber Bodybuilding ist halt subjektiv. Und da muss man einfach mit klarkommen. Und ganz kurz noch, was ich noch sagen wollte. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Ich war so lange damit beschäftigt, mich immer auf die Platzierungen zu konzentrieren. Und also auf dich selber so richtig, so mehr? Ja, und auf das Ganze drumherum. So, pass auf, weißt du, was passiert ist? Ich habe mich die ganze Zeit auf das Icing on the Cake, auf den Zuckerguss, auf die Erdbeere, auf der Sahne. Also, Torte da, Dings da, aber die Torte habe ich nicht, die habe ich vergessen. Ja. Den ganzen Kuchen, meine Freunde, die Reise. Digga, wir waren in Mexiko, wir sind jetzt seit 4 Wochen in Vegas. Wir fahren mit einem Mustang morgens, Sonnenaufgang, in Vegas rum, Digga, was? Wunderschön, ne? Warum sollte ich das, also mal ehrlich, ob ich jetzt 9. oder 11. werde, Digga, sorry, was habe ich für einen Kuchen? Bro, du warst bis letztes Jahr erstmal gestartet, warst direkt in der Top 10, Digga. Und ich glaube, wenn du wirklich hart kommst, wie noch einmal, tausendmal, ich muss das tausendmal sagen, wenn du wirklich hart kommst, Bruder, ich bitte darum, bist du in meiner Top 5 auf jeden Fall drin. Ich gebe Gas. Ich gebe alles und du weißt es. Auf jeden Fall, Bro. Auf jeden Fall. Und schon auf den Kopf. Ja! Guck mal, hier mit dem Mikro. Ja, natürlich, Digga. Ja, jetzt bin ich wirklich Pepper, Digga. Yo, Baby. Hier ist Fabian Meyer zu Urs gewesen. Später, da war es auch gut voll. Voll geil. Ich freue mich mega für Urs, dass er hier auch eine eigene große Family aufgebaut hat. Und jetzt gehen wir zu Fabian Meyer. Hab ich auch schon lange mehr gesehen. Schau mal rein. Wann seid ihr morgen dran überhaupt? Morgen noch gar nicht. Wir sind erst am Samstag dran, wir haben am Samstag um 9 Uhr Spree-Judging, Finale. Ja, relativ früh, Finale geht dann los um, ich glaube um 19 Uhr. Also, oh, Mann, will ich schon warten. Ja, aber ist ja tipptopp, besser wie 2 Tage dazwischen. Das kennt man, könnte viel blöder sein. 2:12 Uhr, glaube ich, oder die Open hat ja Spree-Judging einen Tag zuvor, nächsten Tag noch das Finale. Ich denke, es ist gut durchorganisiert, ich kann mich nicht beschweren. Ja, okay, ey. Ich hatte die Form gesehen. Du siehst echt heftig brutal aus, Bro. Deine Taille ist irgendwie noch schmaler geworden als letztes Jahr. Ey, ohne Scheiß, riesen Respekt, Bruder. Du siehst richtig krass aus, Digga. Ich wünsche dir das Beste und gib alles, Bruder, okay? Danke dir, Bruder. How are you, man? Yeah? You looking good? Feeling good? At my best ever. At my best ever. Better than other classics? Way more harder. More harder. Harder and fuller. Bro. Trust me, this time I'm bringing like at night and you can see how it's popping. Show me. Bro, that's so crazy, man. See how it's popping already at night? Yeah. This is night time, you know, when I'm already 6 liters down. Bro. 6 liters of water, so when I pull out the water, I dry out. Yeah, with carbs and then. So crazy, bro. Thank you, man. I look every day on your Instagram. You remember we competed together in Spain? Fuck, man. 2018, I think. Oh, 2019. Yeah. Second place. And you shit this. He's the one who came to me backstage. He said, calm down, bro, calm down. Yeah, bro, you're in rage. Because I competed as an amateur 8 times. 7 times, second place. I was like, what? That was the time when it was 7 times taking second. I took the middle, I throw it away. But now? I beat everyone who won over me the pro card. Everyone who won pro card over me, I beat him. I know, bro. I saw it. Bro, you are the Arnold Classics winner. Thank you, man. Thank you. In Ohio, 5th. Arnold UK twice and Dubai Pro. Bro, I'm proud of you. Thank you, man. Really appreciate it. I wish you the best, yeah? Thank you. It was I like the best. It was a pleasure to compete with you in 2018 and I look forward to compete with you again when you turn pro, man. Bro, I hope next year I can stand with you here. Thank you, man. I hope. I believe you can do it. I did it. You can do it. We started together. We will end it up together. Yeah, but I need it more harder than you. Bro, you look so crazy, bro. Thank you, mate. I wish you good luck, bro. Das ist Ramon, Dino Brasilianer. Also für mich mein Favorite, dass er dieses Jahr gewinnt. Ja, ich weiß, Chris Bumps ist eigentlich nicht zu schlagen. Aber wenn einer ihn schlägt, dann ist es Ramon. Er sieht einfach echt geisteskrank aus. Er hat so geile Muskeln, Qualität. Ich würde mich freuen für ihn, wenn er dieses Jahr Miss Olympia wird. Ja, Mann.
Ist einmal hier durchgegangen und no joke, es ist ultra voll hier. Es ist ultra warm hier auch, Mann. Und man kommt noch die ganzen Leute erst gar nicht ran. Und ja, wir gehen noch einmal noch das letzte Stück noch eben hier rum. Nochmal gucken, wie wir das so interviewen können oder sehen können. Und dann geht's auch schon weiter. Also lassen wir noch einen kleinen Blick hier rumwerfen. Ja. Schon Bock? Es ist so verrückt hier. Es ist also heftig. Du kannst es nicht glauben. Du hast, ist ja mein erster Olympia, aber deiner ist ja so dein 20. Olympia. Und du hast, so, ja, ja. Du hast ja den Vergleich, ja, wie es war, im Vergleich zu das jetzt. Ja, das ist eine ganz andere Welt geworden. Das ist wie eine FIBO. Also, ja, das auch, aber man muss echt sagen, wegen Chris Bumstead wirklich, haben erst so viele Leute angefangen, auch mit dem Sport. Ja. Das ist echt krass, was eine Person so viel ausmachen kann. Und vor allem nicht jeder will ausschauen wie ein Open Bodybuilder. Ja, ja, es ist auch, also für mich ist es auch teurer, also es wäre teurer. Es wäre anstrengender, auf jeden Fall auch. Und ungesünder. Bitte? Ungesünder. Ungesünder und ich bin ein Mensch, ich brauche mein soziales Leben, meine engen Freunde, meine Frau, mein Umfeld, Familie und so. Aber vom Essen her würden wir es beide feiern. Auf jeden Fall, klar. Jennifer, ich wünsche dir echt das Beste. Ich habe deine Beine gesehen vor 2 Tagen, das war schon geisteskrank. Ja, ich wollte gerade sagen, aber jetzt ist ja Wasser raus und Carbs rein. Das wird bestimmt heftig geisteskrank. Ich freue mich drauf, dich auf Bühne zu sehen. Und ich wünsche dir, dass du in die Top 5 kommst. Wirklich, vom Herzen. Dein Wort. Lange ist die Schlange. Ich weiß, ich wollte mal noch sagen, wie geht's dir? Alles gut? Alles super, ja? Alles okay, cool, Mann, okay. Bruder. Besten. Zieh durch, Bruder. Ich bin stolz auf dich, Digga. Will ich dich stören? Nee, alles cool, Alter. Um Gottes Willen, Mann. Was okay, geht gut, okay, was gut. Was geht okay, bei euch? Ihr seid schön am Fressen die ganze Zeit hier, Alter. Ja, ist, aber nicht so viel, wie du denkst. Lass es gut gehen, Mann. Ja, Frühstück immer in In-N-Out. Das muss immer sein, Alter. Aber so sieht's aus. Cool, dass die Deutschen auf jeden Fall am Start sind hier vor Ort. Und euch auch supporten. Support geben, auf jeden Alter. Fall, Mann, klar. Deswegen, scheiß auf Sponsoren, scheiß auf unterschiedliche Teams. Auf Streit und so, Digga, am ist Ende so, ja. Des Tages, Alter, ja, es gibt schon Kackvögel, muss man sagen, aber so. ja. Nee, aber ganz ehrlich, im Sport unterstützt man sich. Und dann sind so Beef und andere Scheiße, scheißegal. Wir machen alle denselben Sport in Deutschland. Ihr seht es hier, Mann, die feiern alle extrem. In Deutschland ist es viel zu klein bei uns. Wir müssen alle viel mehr Gas geben. Ich sag nicht, dass es schlecht ist, aber wir könnten viel mehr rausholen, Alter. Und deswegen, ja, Mann, bin ich heiß drauf, hier für Deutschland auf jeden Fall die Fahne hochzuhalten. Auf jeden Fall. Und das auf jeden Fall so ändert, Alter. Und genau das tust du für Deutschland uns zu repräsenten. Und das auch im sehr, sehr positiven. Ich hab das noch gescreenshottet vor einem Jahr. Ein Monat vor deinem Miss Olympia letztes Jahr mit deinen 42.000 Followern. Ja, Mann, 42.000. Und ich schwöre, ich habe das gescreenshottet, habe ich wirklich, weil ich wusste irgendwie, du bist geisteskrank unterwegs bei deinen jungen Jahren und dann machst du einfach die Top 5 und dann bist du jetzt ein Jahr später mit 500.000 mehr am Start. Ja, geisteskrank, Bruder. Das ist völlig verrückt, Alter. Das sind halt so Zahlen, weißt du, die sieht man so, aber dann halt hier die Schlange auch zu sehen, Mann. In Amerika, in Amerika, Bruder, und nicht in Deutschland, in Amerika, ja, Mann. Und letztes Jahr stand hier halt echt keine Sau, so 2 Leute und dann über den Arnolds im Frühjahr standen dann schon 20 Leute. Und jetzt, Alter, zählt mir da irgendeiner, das ist ultra viel los bei dir. Und ja, Mann. Ja, es ist, Mann, ist man dankbar auf jeden Fall und steht hier auch, wie bei FIBO, wie bei allen Events, Last Man Standing. Alter. Auf jeden Fall, du. Wenn ihr am Start bis zum bitteren Ende. Ja, Mann, und? So sieht's aus. Ich würde dir auch einmal sagen, alles Gute, wünsche dir das Beste. Bruder, bitte zieh durch, ziehst du sowieso. Und grüß bitte deine wunderschöne Frau, Rot die ist so gemacht, unterstützt. Alter. Ja, safe. Und ich bin da stolz drauf, Digga. Geil. Gas, ja, Mann. Ja, Mann, geil, Digga. Okay, viel Spaß, ich sehe uns dann, okay? Mach einfach nicht, ciao. Das war Kim Angel. Mit ihm stand ich auch mal auf der Bühne früher. Und jetzt, guck mal, ihr habt gesehen, wie massiv der war. Der war richtig massiv, Mann. Und der hat es dieses Jahr nicht geschafft. Der wurde auch noch nicht mal in die Top 4 dieses Jahr. Der hat irgendwie 7 oder 8 Wettkämpfe gemacht und hat auch nichts. Also, das ist echt heftig. Aber ich fand das echt krass. Er sieht echt heftig aus und hat sich nicht platziert. Das war echt geisteskrank. Und dann sieht man mal, was das für ein Niveau geworden ist in der Messphysik. Das ist einfach heftig breit geworden, Alter. Geisteskrank. I'm here with my sponsors. Which sponsor? Smiler Dogs, bro.
Do you have a sponsor? The beer, yeah? Yeah, okay, okay, okay. And you feeling great? Yeah, I feel good, man, feel good. Making the weight hard. But we had to bring it down to 215. Sorry, bro. Sorry, bro. is this your best shape ever you have? Yes, I think it's probably the biggest and the leanest I've been. You know, we one day into loading, coming together. Bro, shit. It's coming. We're going to give too much away, but we're coming in big, coming in tight. Nothing too crazy with the midsection. So, we're looking to do some damage. I'm proud of you. You win the New York Pro Show. I saw you crying, so, bro, that's. I'm happy. I saw you win the pro card. You were in the lineup, weren't you? I was second place, bro. Yeah, I remember. Yeah. No, you beat me, man. My bad, brother. Should be used to that. Yeah. I hope I stand next year with you here. That's my dream, with all the guys here, of course. Yeah. Awesome. Bro, I wish you the best. Go home, eat, and sleep, and we're bigger and bigger, yeah? Bye, bye, bro. So, Freunde, das war Neil Carey, der dieses Jahr die New York Pro Show gewonnen. Und vor 4 Jahren war ich selber noch mit ihm auf Bühne gestanden, wo ich zweiter Platz wurde. Und da wurde er Erster. Er hat mir die Poker weggenommen. Der Penner. What is in there? What is in there? Dead body. It's a weight, yeah? Weights. What is in there? Yeah? You're big, yeah. You train. Da, guck mal, Bikrami, da. Bikrami, da. Oh, okay, yes. Hey. Rami. So, Freunde, das war ein kleiner Rundgang hier. Was heißt klein? Es sind aber so viele massive Athleten hier am Start. Die haben gesagt, über 400 Athleten starten dieses Jahr auf der Mr. Olympia. Das ist die größte Miss Olympia, die es jemals gab. Und Urs hat genau die richtigen Worte gefunden. Scheiß auf Sponsoren, die sich gegenseitig streiten. Man sollte sich lieber zusammenhalten. Man merkt ja hier in Amerika, was die für eine Zusammenhalt ist. Wie lieb die alle sind, auch nicht, Kevin. Wie offen die sind. Das ist einfach eine ganz, ganz, ganz andere Welt als in Deutschland. Das ist wirklich anstrengend, jedes Mal sich für irgendwas rechtfertigen zu müssen. Wenn man irgendwas Falsches sagt, muss man sich rechtfertigen. Obwohl man sich so meint, das ist wirklich echt anstrengend. Und hier in Amerika, jedes Mal, wenn ich hier bin, alle sind offen, alle sind herzlich, alle umarmen dich. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Und Urs hat das Richtige gesagt. Ich bin dankbar dafür, dass Urs das auch gesagt hat. Und das ist jetzt so das Abschluss zu diesem Video. Und ich hoffe, das hat euch gefallen, Freunde. Also bis zum nächsten Video. Peace out.